Seit 1997 lässt die Stadtgemeinde Schwechat regelmäßig die Qualität von Service und Dienstleistungen des Rathauses durch die Bevölkerung benoten. Das Ergebnis des aktuellen Stadtpanels wurde nun in einer Pressekonferenz präsentiert. Ich bin stolz darauf und möchte die Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, mich recht herzlich bei meinen Bediensteten der Stadtverwaltung, sei es hier im Rathaus, sei es in den Außenstellen, die hervorragende Arbeit leisten in vielen Bereichen, beim Bauhof, bei der Gärtnerei, in den Freizeitzentren, in den Schulen, in den Kinderbetreuungseinrichtungen, recht herzlich zu bedanken, denn das Ergebnis dieses Panels ist auch eine große Honorierung ihrer Leistungen und das gehört auch entsprechend erwähnt. Die Bekanntgabe der Ergebnisse des 7. Stadtpanels, eine Befragungsmethode, die sich sehr bewährt hat, aber die erstaunlich ist, was es für tolle Ergebnisse jedes Mal bringt. Ich bin vor allem mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil auf der einen Seite es ein Zeichen der Reife ist, dass die Schwächerterinnen und Schwächerter auch aktiv mitarbeiten, wenn es darum geht, die Leistungen der Verwaltung, und ich betone das, es geht um die Leistung der Verwaltung und nicht um die Leistung der Politik, zu beurteilen. Und das ist ein Zeichen von ganz spezieller Reife, aber auch bedingt durch unser institutionalisiertes Bürgerbeteiligungsverfahren. Also das kommt auch bei der Befragung heraus. Es wissen sehr viele Menschen der Stadt auch darüber Bescheid. Eine Einrichtung, die es ja schon zum 7. Mal gibt, eine Einrichtung, die aber auch einzigartig ist, zumindest in Österreich und in Mitteleuropa. Ja, das ist das Bewunderswerte, wenn man heute nachdenkt, den Mut, der damals bewiesen wurde, in einer trotzdem auch schwierigen Umbruchzeit, wo große Kritik aufgekommen ist immer wieder, und dass man damals sich entschlossen hat, die Leistungen der Stadt permanent sozusagen testen zu lassen durch die Bevölkerung selbst und damit einmal beweisen zu können, wie liegt man wirklich. Sie sehen also die bevorzugten Informationskanäle, die Homepage, das ist die Erstnennung. Mit was informieren Sie am meisten? Da hat natürlich jetzt, da haben die neuen Medien schon zugeschlagen. Da brauchen wir gar nicht mehr reden. Die Jungen oder das Mittelalter jetzt schon. Ja, weil jetzt ist schon das Mittelalter, früher waren es nur die ganz Jungen. Ja, ich möchte jetzt sagen, alle, die da herinnen sitzen, benutzen schon die Homepage. Aber die ganz, die Alten, sage ich jetzt einmal, die setzen nach wie vor auf das wichtige und zentrale Element und kann man es auch nicht weggeben, die Zeitung. Wenn man es zusammenzählt, ist die Zeitung dann noch immer die Nummer 1, das heißt von den Bereichen, die frequentiert werden. Also wenn man ad hoc, was machen wir dann, schaut man auf die Homepage, aber die Zeitung ist einfach das Medium, das man braucht, das auch für die Älteren das Informationsmedium ist. Und Nummer 3, und das ist sehr erfreulich, es sind doch gut um die 15% derer, die den persönlichen Kontakt, entweder per Telefon oder auch direkt hier bei der Bürgerservicestelle suchen, und da ist auch sehr hohe Akzeptanz. Das ist kaum bemerkbar, wenn man, ich habe es heute, wie ich hergefahren bin, verspürt, wenn du reinkommst, das ist ein ganz anderes Ambiente und die Leute fühlen sich wohl, die kommen her und werden betreut, und der persönliche Kontakt wird sich auch in Zeiten des Internet nicht aufhören, auch wenn so viele Propheten immer wieder sagen werden, das wäre der Niedergang der Menschlichkeit, würde ich sagen, weil man überhaupt nicht mehr miteinander kommuniziert. Insgesamt kann man sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger Schwechats mit der Verwaltung, mit ihrer Verwaltung, doch sehr zufrieden sind. Ja, dafür möchte ich mich auch recht herzlich bei der Bevölkerung bedanken für das Feedback, selbstverständlich aber auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja schließlich dafür verantwortlich sind, dass wir ein gutes Ergebnis da einfahren konnten. Entwickelt sich so etwas wie ein bisschen ein Ehrgeiz, wenn ein Bereich etwas weniger gut beurteilt wird, dass man da wieder besser wird? Sicher, ja, da gibt es auch ein bisschen so einen Wettbewerb untereinander, beziehungsweise wenn jemand ein hohes Niveau hat, dass er das auch zumindest halten kann. Und wie gesagt, in dem Bereich des Managements schauen wir uns die Daten ganz genau an, analysieren das auch entsprechend und versuchen dann auch, wenn wir meinen, da müssten wir nachjustieren, entsprechende Maßnahmen zu setzen, weil in 4 Jahren haben wir wieder Gelegenheit, das abzufragen, wie das dann gewirkt hat.